Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt vielleicht schon im Titel des Videos gelesen. Und ja, es ist wirklich ein Video für das Wort Giants. Das ist der Club, in dem ich gerade bin. Und wirklich, ich habe euch unendlich lieb. Also, und jetzt mal ein kleines Ratespielchen. Und zwar, ich bin ja Fan von Dina Sandfield. Wirklich. Du machst wirklich tolle Videos. Und jetzt meine Frage, wenn ich die Möglichkeit hätte, in ihren Club zu gehen, was meinen Sie, was ich da machen würde? Würde ich in ihren Club gehen oder würde ich in den Small Giants bleiben? Und nein, natürlich werde ich in den Small Giants bleiben, weil mir reicht auch eine kleine Freundschaft mit Dina Sanfi. Ich muss nicht unbedingt in ihrem Club sein. Und jetzt mache ich auch mal etwas ansprechen, und zwar den Club verlassen und das ohne Grund. Was sollte das? Ich meine, die Sport Giants, das ist ein guter Club, gutes Wochenprogramm, die machen da gute Dinge. Und man hat fast, wirklich fast zu jeder Zeit wen, der on ist. Fast zu jeder Zeit. Und es gibt wenig Streit, es gibt fast gar keinen. Und der ist auch fast voll. Was mich echt freut. Selbst mich. Da seht ihr mal. Und ja. Lauren Spider-Girl, also die Besitzerin vom Club, die ist auch total nett, selbst wenn sie mal irgendwie streng sein muss. Oder auch die ganzen anderen im Club. Auch bei einem Championat. Vielleicht sollte ich jetzt auch ein paar Infos zum Club sagen. Falls ihr in den Sport Giants seid und euch noch nicht die Infos und so durchgelesen habt und vielleicht auch gleich dann on muss gleich danach und halt ja. Jetzt sage ich euch jetzt in diesem Video ein paar Sachen, die wir beim Job anmachen. Also erstens, wenn welche aus dem Club da sind, dann zu den Stellen, die sind meistens da bei diesem Zelt in der Ecke. Und zweitens, viel Glück natürlich im Club wünschen. Ja. Drittens, falls jemand Erste, Zweite oder Dritte geworden war, oder halt auch sehr für die Person gut ist, zum Beispiel wenn er der Letzte wurde und dann Fünfter ist, einfach Glückwunsch sagen und ja. Die Regeln sind eigentlich nicht so streng, ich weiß jetzt zwar auch nicht auswendig, aber sind auch nicht so streng und auch wenn man mal aus Versehen vielleicht ein Streit anfängt, nicht irgendwie mit Gewalt, also halt so Schimpfwörtern zu lösen, sondern entweder ist der Lauren, sagen, also der Lauren Spider-Girl, wir nennen sie mal Laura, hehe, und ja, und oder halt dem Clubleiter sagen. Wenn es aber dann noch immer noch weitergeht, ja, dann müsst ihr jetzt versuchen, irgendwie selbst zu lösen. Wenn ihr im Streit beteiligt seid, dann versucht einfach eine komplette Lösung zu finden mit den, ihr, also halt jetzt angenommen, ihr streitet euch mit einer, oh, ich nehme, gibt's ja gar nicht, Marie-Treppe. Ja, oder Marie Enzinger oder Marie Klauser. Ach, nehmen wir sie jetzt. Lisa. Holzmeier. Genau. Und wenn diese Lisa, dann zum Beispiel streitest du dich gerade mit dir, einfach sagen, ja, okay, dann lösen wir es halt so. Bist damit einverstanden und ja, einfach gar keine Gewalt anlösen. Ja, anwenden. Mein Gott. Also gut, dann sag ich mal erstmal tschüss und ja,
sehen uns dann im nächsten Video. Wir, die Sword Giants, sehen uns ja auch dann demnächst beim nächsten Club-Treffen. Und wir werden uns bestimmt auch mal so treffen. Und ja, dann sage ich mal Tschüss an alle.